Da sind wir wieder. Endlich herzlich willkommen zum Happy Tea Time. Herzlich willkommen. Oh, das ist so schön, dass wir wieder hier sind, Sonja. Jetzt war es ja schon eine kurze Unterbrechung, wobei wir waren ja natürlich sehr beschäftigt in dieser Zeit. Vielleicht magst du ja so ein bisschen erzählen, was wir da machen. Ja, es kommt ja ein wirklich lange her und trotzdem, wir waren sehr vielseitig irgendwie auf diesem Bildschirm, mit großer Freude. Ja, wir stecken ja voll in unserer Happy Challenge, die 21 Tage Happy Challenge, sind wir jetzt bei Tag 17? 18? Oh. 18? Okay. Raum und Zeit gibt es nicht mehr. Wir sind da drin und wir sind da so voll eingetaucht. Und begeistert und haben dem einfach auch den Platz gegeben, den wir Lust hatten, ihm zu geben, diesem ganzen Projekt. Und ja, dieses Projekt ist ein gutes Beispiel für das Thema, das wir heute gemeinsam anschauen möchten, nämlich seelengeführtes Business oder Seelenbusiness. Und dieses Projekt ist wirklich so ein tolles Beispiel, bei welchem wir das von Anfang an gelebt haben, bis zum heutigen Tag und bis zum Schluss werden wir das so leben, dass wir einfach uns führen lassen und nicht vorgefertigte Elemente in der Schublade haben, die wir da täglich zücken. Und das macht unendlich viel Freude. Also, ich mache fast sprachlos und auch die Teilnehmer. Also, das ist wahnsinnig, was da passieren darf. Kann ich nur zustimmen. Ja, das ist wirklich uns so ein Geschenk. Und was wir heute gerne teilen wollten, ist, was für ein Geschenk es ist für uns, weil es entstand ja sehr spontan, diese Idee von dem Challenge, was auch so geführt war. Und dann zu merken, wir haben ja nicht so richtig gewusst, ja, wie arbeitet denn der andere so? Mhm. Und jetzt dann zu merken, dass wir also uns erstens so gut ergänzen, aber auch, dass wir beide wirklich dieses Seelengeführte, wir hören auf die Impulse und wir hatten kein vorgefertigtes Programm und genaue Absprechungen, wer macht denn jetzt was und du und wer redet zuerst. Also genau so spontan, wie wir das hier machen und geführt, haben wir tatsächlich diese Challenge so ins Leben gerufen. Also das ist einfach cool, weil so kann man nicht mit jedem arbeiten. Ja, und es ist ja so, man ist ja trotzdem als Coach ein bisschen in seinem Kämmerchen mit den Kunden. Man kennt ja auch, wenn man einen Menschen gut kennt, dann weiß er nicht wirklich, wie er arbeitet. Und in gemeinsamen Arbeiten ist tatsächlich so, dass man denken könnte, es braucht ganz viele Absprachen. Aber es kann eben einfach auch reichen oder sogar noch erfüllender sein, wenn man sagt, wir haben das gemeinsame Ziel. Unsere Ausrichtung war sehr klar. Dass es mit Freude passieren darf, mit Leichtigkeit, die Gruppengröße, was das Ziel ist für uns, für unsere Kunden, für die Teilnehmer, da waren wir glasklar. Aber das Wie ließen wir dann passieren, respektive waren schon sehr achtsam, würde ich sagen. Wenn die Impulse kamen, haben wir die schon sehr schnell erspürt. Mhm. Also weil wir einfach bereit waren, voller Vorfreude und wussten, diese Impulse kommen. Also vielleicht, um das konkret kurz zu sagen, wir wussten einfach, wir haben Lust, etwas Gemeinsames zu machen und wir wussten, dass wir total Lust haben, einen positiven Raum zur Verfügung zu stellen, einen positiven Raum für Wachstum und gerade auch in der herausfordernden Zeit, in der wir steckten oder zum Teil immer noch stecken. Und viel mehr wussten wir am Anfang nicht. Und ja, plötzlich hattest du dann den Impuls von Happy Challenge und dann merkt man es im Körper, es vibriert dann. Dann merkt man, wow, ja, natürlich, das ist es. Und dann denkt man, okay, Happy Challenge, was könnte das sein, wie lange? Und dann kam Stück für Stück, bis vom Preis her, das Anfangsdatum, das Startdatum war ja auch so lustig, begann am Tag der Arbeit, 1. Mai, endet dann Christi Himmelfahrt, 21. Mai. Und wir haben ja erst nachträglich den Kalender angeschaut, nachdem wir diesen Impuls verspürt haben. Und so haben wir jeden einzelnen Tag haben wir geschaut, was ist heute dran. Also wir hatten, so wie bei einem Baum, die Grundäste hatten wir. Wir wissen, wir hören uns Montag und Donnerstag mit der ganzen Gruppe live. Wir wissen, wir haben die Facebook-Gruppe zur Verfügung. Und der Rest passiert. Und manchmal geht es dann auch darum, einfach zu vertrauen, weil man vielleicht am Morgen erwacht und noch kein Impuls da ist, was man heute mit der Gruppe teilt. Und dann ist 10 Uhr, 12 Uhr, 2 Uhr. Und plötzlich macht es Bing!
Das war ja nur ein einziger Tag, wo, und das war ja interessant, weil das so ein Prozess für uns war, weil das bei uns beiden war. Wir hatten beide zwar viele Ideen, aber der klare Impuls, und dass wir dann uns erlaubt haben, wirklich auf den richtigen Impuls dann zu warten. Und ja. Das fand ich wirklich sehr, sehr cool. Und ich glaube, ja, deswegen, wir wollten das auch so gerne teilen, dieses seelengeführtes Business, weil wir beide schon sehr lange dem Herzen folgen und auch das Leben im Leben. Aber ich weiß, es war so für mich, also im eigenen Business das hundertprozentig umzusetzen, da habe ich am längsten gebraucht. Ja. Gerade so, das ist ja schön und gut, so Spaß und Freude und so ein bisschen wie man gerade Lust hat. Aber wenn es um, keine Ahnung, Steuern und Rechnungen und ja, solche Dinge, dann wird es dann ernst. Genau. Oder das ist ja so ein Glaubenssatz, der da ist. Und es ist so cool, eben dieses tägliche, es geht noch weiter, noch mehr Vertrauen, noch mehr Vertrauen und einfach zu sehen, hey, du bist wirklich geführt, es ist alles gut. Und jetzt, wie wir beide so erleben dürften, auch wie im Wechsel, an einem Tag zum Beispiel, ich hatte gar keinen Impuls und an dem Tag hattest du den Impuls. Ja. Und umgekehrt, und dann hattest du ein Wochenende, da sehr viel und da hatte ich total viele Impulse. Und dieses, wenn wir uns wirklich erlauben, dieser Impuls, also diese Freude zu leben und zu folgen, dass es aufgeht und so genau passt. Das ist, ja, ich staune immer wieder darüber. Also so bei mir selbst, wie auch bei meinen Kunden oder bei den Menschen in der Gruppe auch. Wir hatten ja auch das Thema, eben wenn wir das zum ersten Mal machen, ist das vielleicht, es ist eine Überwindung, Vertrauen zu haben, dass es dann aufgeht. Und wenn wir es im Kleinen dann anfangen, dann immer größer. Und ich habe wirklich erlebt jetzt dieser Zeit mit dir, dass für mich ist es noch größer geworden. Dieses ja. Ich dachte, wow, es geht noch mehr, ja, noch mehr, voll im Vertrauen. Ja. Cool. Ja, das ist so, so, so spannend, weil man fängt ja irgendeinen Bereich an. Vielleicht spürt man am Anfang, keine Ahnung, was für eine Art zu essen für einen im Moment stimmig ist, wann isst man, was isst man oder was man am Morgen anzieht, welche Musik man hört, welchen Duft man auflegt und so weiter. Und es ist, wie du sagst, es gibt auch in unserem Kopf die Grenze, ab wann es ernst wird. Ne? Und in unserer Kultur ist unser Mindset gerade beim Thema Geld sehr ernst. Oder Thema Kundenzufriedenheit. Kann ich mir erlauben, einfach in der größten Freude zu dienen und der Kunde ist am Ende zufrieden? So diese Frage, oder schaut man doch ein bisschen nach links und rechts, was da die Top-Coaches machen, die Top-Mentoren, weil die haben ja zufriedene Kunden. Und all diese Geschichten loszulassen, mit dem leben wir seit ein paar Monaten. Und jetzt das wirklich mal komplett wegzulassen und einfach zu sagen, ja, also ich habe sogar noch einen höheren Anspruch an das, was unsere Kunden erleben dürfen, als was man links und rechts sieht, weil ich einfach weiß, je weniger ich im Weg stehe, desto mehr kann zu den Kunden fließen, was ihnen gerade gut tut, wenn die Absicht klar ist. Und wenn ich mit meinem Verstand reinfunke, was mein Verstand ja auch immer wieder gerne macht, dann ist das eher enger, als dass wirklich genau der richtige Impuls zum richtigen Moment am richtigen Ort hingeleitet wird. Das kann unser Verstand gar nicht verknüpfen. Das ist auch nicht seine Aufgabe. Nee, genau das. Ja, ja, das ist so, so schön. Und was mir auch kommt, ist ja, wir haben uns ja erlaubt, auch so zu arbeiten in unserer, also Programme, die wir, das ist ja so ein Weg gewesen, ja, wo man zum Beispiel eine Coach-Ausbildung macht und man lernt, ja, hier gibt es eine gewisse Strategie und so macht man es und so machen es die anderen. Und sich dann einfach mehr und mehr zu erlauben, hey, was will ich denn eigentlich? Was ist meine Art zu arbeiten? Und ich weiß, für uns beide ist es uns sehr, sehr wichtig, das zu vermitteln an unsere Kunden auch. Das ist so ein Hauptbestandteil. Folge deinem eigenen Herzen, folge deine Impulse. Und dann auch sich zu erlauben, ein Programm so zu gestalten, dass es wirklich frei ist. Mhm. Weil ansonsten ist es für mich da ein bisschen ein Widerspruch darin, wenn ich sage, okay, ja, folge deinem Herzen und jeder hat so seinen Weg, aber hier gibt es die fertigen Module und das ist den Weg, den wir gehen sollen. Und dann zusammen mit den Kunden dieser Weg entstehen zu lassen. Wow. Also das ist Gänsehaut pur. Ja. Und ja, wir sind beide einfach täglich so berührt und
Ja, eben, es gibt keine Worte dafür, was dann geschehen darf, wenn wir uns erlauben, eben nicht im Weg zu stehen, sondern mit der klaren Absicht zu folgen. Genau. Ja, und ein seelengeführtes Business ist ja genau das. Wer mein Lieblingskunde ist, um welche Uhrzeit ich arbeiten will, wie will ich arbeiten, online, live, mit vielen, mit wenigen, tief, weniger tief, was ist der Preis, wann startet das Programm, was ist der Inhalt des Programms. All diese Geschichten werden wie reichhaltiger, wenn man das Ziel klar definiert, das man hat, also wirklich so im Bewusstsein schon hat, wo man hin will. Und das Wie, und das ist ja auch Teil von dem, was wir vermitteln im bewussten Manifestieren, das Wie ist einfach nicht unser Job. Es ist, was wir wollen, wie wollen wir es im Sinne von, was ist unsere größte Freude, aber wie wir dorthin kommen, was sind das für Schritte, für Zusammenarbeiten, für keine Ahnung, was für Dokumente erstellt man oder erstellt man nicht, was für Meditationen oder nicht. Wo beantwortet man Fragen, wo lässt man es offen? All diese Geschichten, das ist, es ist reichhaltiger, das ist noch schwer zu formulieren. Es ist, je mehr wir vorgeben, desto enger ist einfach der Weg. Und vielleicht gibt es ja einen noch schöneren, einen noch leichteren, einen noch erfüllenderen. Es kommt ja auch auf die Gruppenkonstellation an. Und ich für mich, und ich weiß, dass du das auch hast, wir haben uns einfach entschieden, dass wir genau so leben wollen. Das machen wir schon länger, dass wir das so erfüllend finden, dass wir total Freude haben, das weiterzugeben, zu vermitteln. Was sind denn da die Elemente, die wir einfach erkannt haben für uns? Was mögen wir einfach anderen weitergeben? Und einfach auch im Business, auch wenn es ums Geld geht oder auch wenn es um die, keine Ahnung, um den Haushalt geht, um die Begleitung der Kinder, Also das Leben macht ja nicht einen Schnitt, also bis hier ist Spielerei und da kannst du deinem Herz folgen und genau hier fängt das Business an. Das ist in unserem Kopf nicht, so ist das Leben nicht. Und das fließt ja auch ineinander. Also wir arbeiten es beide so, dass es gut aufgeht mit unserer Familie. Für dich mit dem Sport, für einfach alles, was uns ja auch wieder Raum gibt, um aufzutanken, um weiterzuwachsen, um die Impulse zu spüren, das ist ja auch so wichtig, weil sonst sind wir plötzlich in einem Hamsterrad und wollen den Leuten vermitteln, wie sie aus ihren Hamsterrädern rauskommen. Oder sind in der Angst, zu wenig Kunden zu haben oder der Preis ist falsch und wollen den Leuten vermitteln, dass sie vertrauen dürfen. Mhm. Und das macht keinen Sinn. Ja, ganz viele gehen ja von einem Hamsterrad dann in das nächste und das noch mehr stressig ist, zum Beispiel selbstständig. Seelenbusiness, ja, wobei als Angestellter so 100% zu leben, ist vielleicht in der heutigen Gesellschaft nicht immer ganz leicht, aber so dann in den eigenen Business zu starten und dann, wenn wir uns noch nicht befreit haben von diesen Ängsten und wirklich nicht voll im Vertrauen sind, dann kann das noch ein größerer Stress sein. Ja, absolut. Und ich fand es auch so schön, wir haben ja auch, hat ja auch dieses Thema in der Challenge, wie wir auch bisschen geteilt haben, wie es war für uns, weil oft hat man dieser Gedanke und ist egal, was es ist, ob es die Steuererklärung ist oder zum Beispiel denkst, okay, wenn ich mich nur erlaube, meine Freude zu folgen, ja, dann wird dir einfach gar niemals geputzt oder so. Ja, genau. Und heute erlebe ich das und das ist jetzt schon seit einiger Zeit, es gibt tatsächlich Tage, da wache ich morgens auf und ich habe so Lust zu putzen. Ich habe richtig so, wow, heute habe ich Lust, die Wohnung zu putzen. Und dann ist das tatsächlich mit Freude. Und manchmal drehe ich dann die Musik auf und habe dann einfach und fühle mich dann so. Und auch danach, wenn es dann gemacht ist, dieser Zufriedenheit und einfach zu erlauben, es dann zu machen, wenn ich wirklich Lust drauf habe. Und das Vertrauen, dass dieser Lust kommt. Und dass es nicht so ist, dass ich, wenn ich sage, okay, ich zwinge mich nicht dazu, dass ich es dann gar nicht mache. Absolut. Und das ist mega erstaunlich, weil manchmal ist es sogar innerhalb von, keine Ahnung, vom gleichen Tag schon, dass etwas, das einem wie blockiert hat, ich müsste, oh nein, ich darf sein, ich darf das loslassen, ich weiß, das kommt dann schon zu rechter Zeit. Und nur schon durch das Loslassen, durch das sich erlauben, diesen Stress einfach mal wieder gleiten zu lassen, 2 Stunden später sitzt du da und denkst, oh wow, jetzt habe ich aber Lust, was zu schreiben, was ich vorher null Impulse hatte oder wie blockiert war,
Also diese Freigabe, nur schon die an sich, bewirkt dann so viel. Das ist wie schon eine Staumauer, die weg ist und dann sucht sich das Wasser schon wieder seinen Weg und man braucht nur noch aufzuspringen. Das so cool war das jetzt auch mit dir, das jetzt erleben zu dürfen, mit jemandem, der das genauso macht. So, weil oft ist das ja so, wenn wir zum Beispiel, wir haben dann abgesprochen, okay, du machst morgen was, oder du, wenn irgendwie so eine, das ist so leicht, so eine Erwartungshaltung zu haben und ein bisschen eine Angst, den anderen dann zu enttäuschen oder dass der andere eine andere Vorstellung hat und das zu sagen, hey, du, ich habe jetzt noch gar keinen Impuls. Und der andere sagt, ah nee, nee, ich auch nicht. Ja, okay, na dann warten wir einfach ab. Ja, also. Und das war echt, echt cool, das so auf dem Level erleben zu dürfen. Mit jemand zusammen, weil bis jetzt hatte ich ja so mein eigenes Business und da kann ich mit meinem eigenen Business so machen, wie ich will. Und jetzt dann in Zusammenarbeit mit jemandem dann auch zu sehen, okay, der Impuls kam, wir sollen was zusammen machen, wir wussten nicht warum. Und dann kommt was, aber wir wissen nicht, okay, wie soll denn das jetzt aufgehen? Wie das? Und dann zu merken, wow, wir folgen einfach dem und es geht sowas von auf. Das ist Genau. cool. Ja, und das wollten wir jetzt eben weitergeben. Traut euch. Wirklich. Unbedingt. Und also mir hat es geholfen, das jetzt in diesem Ausmaß nicht alleine zu machen, weil wir wie ein ähnliches Mindset haben oder das Bewusstsein. Also kann man einfach auch mal hinter den Kulissen einfach zusammen lachen und weinen. Und das haben wir dann auch ehrlich mit unserer Gruppe geteilt, ne, damit sie sehen, hey, das ist Teil des Prozesses. Wir haben keine Show abgezogen. Und ich finde, es ist auch sehr gut, auch wenn man im Angestelltenverhältnis ist, wenn man das da schon ausprobiert. Zum Beispiel, das habe ich schon früher bei der Arbeit gemacht, wenn ich überflutet war mit E-Mails, dann ließ ich mich ein bisschen leiten, welche ich antworte. Also ich habe nicht der Reihe nach oder der am lautesten schrie, sondern so die kleinen Übungsfelder, wo man schon sich erlaubt, einfach ein bisschen besser zuerst sich zu zentrieren und von da aus zu agieren, als immer im Feuerlöschermodus. Schnell Antwort und der will was und der will was, weil ich hatte so viele E-Mails und so viele Anfragen einfach aufgrund meiner Drehscheibenfunktion. Ich werde irre geworden. Und da ging ich manchmal auch irgendwie, ich weiß nicht, auf die Toilette oder schnell raus, sagte so, also. Also nicht, man kann ja auch dringend und wichtig, das gibt es ja alles auch, aber ich habe wirklich dann auf meine innere Stimme, okay, was dient wem? Und dann war vielleicht eine E-Mail, das dringend war, habe ich nicht beantwortet und war dann 2 Stunden später habe ich jemanden bei der Kaffeemaschine getroffen, der genau das vorher selber schon zusammengestellt hat und ich es dann einfach nur übernehmen konnte. Einfach diese Geschichten, das kann unser Verstand nicht wissen, weil unser Verstand eher eine Bibliothek ist von dem, was war und weniger eine Verbindung in das große Feld, das da so den Überblick hat, die vernetzten Zusammenhänge sieht. Deshalb ist ja, es ist einfach unlogisch, dass man den Weg, das Wie, mit unserem Verstand definieren will. Das gibt uns das Gefühl von Sicherheit, aber es ist einfach eine ganz andere Flughöhe. Also man hat viel, viel, viel weniger den Überblick und bleibt in den gleichen Mustern und Lösungsansätzen, die man immer hatte. Es ist, ja, das ist wichtig natürlich hier, dass die Anbindung, das ist ja das, wovon wir so oft auch gesprochen haben und immer wieder gesprochen, auch in der Challenge jetzt, weil ich weiß nicht, wenn man dann denkt, so Impulse, wir bekommen ja die ganze Zeit Impulse eigentlich, den ganzen Tag, aber wirklich bewusst schauen zu können, in welcher Schwingung bin ich, wenn ich dieser Impuls bekomme. Und das ist ja das, was wir lange geübt haben, wirklich in der Anbindung und auch zu spüren, wann bin ich in der Anbindung und wann nicht. Und darum ging es ja auch in dieser Challenge, wirklich einfach täglich diese Anbindung zu üben und dieses Bewusstsein dafür zu verfeinern. Weil wenn wir in der Anbindung sind und uns eben diese Synchronizitäten erlauben, es geht ja, man kann es ja nicht beschreiben, wie viel leichter es geht. Das ist ja genau das, was du sagst. Ja, welches E-Mail und dann kommen einfach die Lösungen von alleine. Und die größte Herausforderung ist dann einfach, sich zu erlauben, dass es so leicht sein darf, dass es so abartig leicht sein darf. Ja, das ist komisch, das sind wir uns nicht gewohnt. Nee. Also, das ist in unserer Kultur ist schon noch so, also fleißig sein, sonst ohne Fleiß kein Preis und absichern, Plan B in der Tasche haben, das Programm schön vorplanen, genau alles Geht es aufschreiben. auch hart zu arbeiten? Ne? Das ist schon. Ja, es ist anstrengend. Ja.
Ja, und das ist wahrscheinlich die erste Erlaubnis, die wir uns erteilen dürfen, dass wir das in das Feld unserer Möglichkeiten wirklich einladen. Es darf leicht gehen. Ich kann erfolgreich sein auf leichte Art und Weise. Das ist die Paradigmenwechsel, die jetzt gerade so, ja, Ja. was es ist, uns das zu erlauben. Ja, das ist cool. Das ist ein Das ist schönes Schlusswort von dir. Ich höre den Wecker. Wir schon durch. Ja. Ich spüre schon, dass die nächste Folge gerne da vielleicht ein bisschen mehr reinzugehen. Was sind denn diese Impulse und wie kann ich die voneinander unterscheiden? Weil das ist natürlich auch wichtig. Ja. Sehr gut. Ja, stimmt. In Man einer kann niedrigen Schwingung habe ich vielleicht auch den Impuls, jemanden in die Fresse zu hauen, aber das ist jetzt nicht das, was mich mehr Leichtigkeit im Leben bringt. den Kühlschrank leer zu essen oder das Einfach Ganze zu sein schauen, zu bin ich lassen. angebunden? Ist das jetzt ein Impuls von meiner Seele tatsächlich oder ist es ein Überlebensimpuls? Ja, nein, das stimmt. Das ist auch Übungssache, aber es gibt natürlich so, man spürt es schon. Ja, und das ist ja etwas vom Tipps Wichtigsten. und Tricks. Tipps und Tricks. Etwas vom Wichtigsten, was wir ja einfach Lust haben, den Menschen anzubieten, Ja. weil wir das so intensiv erforscht haben in alle Richtungen. Ja. Ja, ihr Lieben, Schön. also wir ermutigen euch einfach immer wieder und immer wieder auf euer Herz zu hören oder Bauchgefühl, der Intuition einfach etwas Raum zu geben, dass sie sich melden kann. Und wir beide, also Solveig und ich, wir machen das schon viele Jahre und wir wurden noch nie irgendwie komplett enttäuscht, ist auch falsch gesagt, einfach es ging noch nie schief. Also wir sind da, wir haben zu essen, wir haben Familie, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Freude, wir haben einfach, ja, was wir wollen. Und es war nicht durch harte Arbeit. Und ganz viel Spaß. Absolut. Ja. Ja, ist ja eh der Sinn des Lebens in meiner aktuellen Wirklich, Perspektive. darum geht es wirklich, ja, diese An. Ja. Ja. Da haben wir noch vieles zu sagen. Aber genau. Trau dich wirklich, folge der Freude und lebe das, was in deinem Herzen ist, was du wirklich willst. Was Alles du andere bist. ist einfach viel zu anstrengend. Das ist viel zu anstrengend. Ja, uns dient uns nicht, weil es eben nicht der größten Freude Das dient. Coole ist ja, wenn wir die größere Perspektive auch wirklich mal erleben, dass wir wissen, okay, es läuft nichts schief, egal wie wir uns entscheiden, egal ob wir es wollen oder nicht, aber so Stimmt. im großen Ganzen, wir können es nicht vermasseln. Das stimmt, ja. Aber Richtig, es wir ist können es nicht vermasseln. Wir können mehr oder weniger Spaß haben, aber vermasseln gibt es nicht. Ja. so viel Spaß, wie wir uns erlauben. Das war, Genau. glaube ich, das war das Schlusswort Das heute. ist ein gutes Schlusswort. Also, ihr Lieben, habt eine gute Zeit. Wir melden uns etwas früher als in den ersten 2 Wochen. Da bin ich mir sicher. Also, tschüss, ihr Lieben. Tschüss.